um 9 Uhr schon traditionell auf der Vösbrücke eingefunden haben. Das ist jene Verbindung zwischen der Landeshauptstadt Linz und dem Stadtteil Urfa. Außentemperatur 5 Grad plus, leichter Nordwestwind. Links sehen wir die Teilnehmer des Marathons und Staffelmarathons, auf der rechten Seite die Teilnehmer des Viertel- und Halbmarathons. Es ist immer wieder ein imposantes Bild, wenn sich die tausenden Athletinnen und Athleten in Bewegung setzen. Und los geht's über die Distanz von 42,195 Kilometer. Bereits nach wenigen hundert Metern hat sich eine 5-Mann-Spitzengruppe in Szene gesetzt. Mit dabei auch der erklärte Favorit Jason Mbote aus Kenia. In der vierten Position der Mann mit der Brille. Mit dabei auch die beiden Pacemaker Mika Kipyego ebenfalls aus Kenia und Roman Prodius aus Moldawien. Mit dabei im Verfolgerfeld ist auch Österreichs schnellste Dame, Eva-Maria Gradwohl. Die Steirerin hat die letzten drei Marathons in Linz gewonnen. Ihr erklärtes Ziel, die Qualifikation für die Europameisterschaft in Barcelona. Das Limit 2 Stunden 37 Minuten. Nach 10 Kilometer wird aus einer 5-Mann-Spitzengruppe eine 3-Mann-Spitzengruppe. In der dritten Position Jason Mbote aus Kenia. Es geht wieder zurück in Richtung Landeshauptstadt. Und einer der Mitfavoriten, Hilary Bett aus Kenia, hat zu diesem Zeitpunkt nach 10 Kilometern bereits einen Rückstand von 40 Sekunden. Für ihn ist das Rennen gelaufen. Und es gehört auch schon zur Tradition, dass die Sportler in Linz nicht nur vom Land aus, sondern auch vom Wasser aus angefeuert werden. Dann die nächste entscheidende Phase bei Kilometer 22. Es gibt nur eine 2-Mann-Spitzengruppe. Mit dabei in der zweiten Position der Favorit aus Kenia, Jason Mbote, und sein kenyatischer Landsmann, der Pacemaker Mika Kipyego. Bei Kilometer 22 bei der Eisenbahnbrücke. Das ist die Verbindungsbrücke zwischen dem Stadtteil Urfa und der Landeshauptstadt. Und auch sie läuft heute wie ein Uhrwerk, Eva-Maria Gradwohl. Auf der einen Seite möchte sie den österreichischen Rekord von Andrea Meyer zurückholen. Auf der anderen Seite natürlich wichtiger, das Limit für Barcelona. Eva-Maria Gradwohl. Den Halbmarathon gewinnt Martin Bröll, der 3000 Meter Hindernisspezialist, in der Zeit von 1:04,22. Bei den Damen bleibt mit Andrea Springer von der Union Rohrbach-Berg ebenfalls eine Oberösterreicherin erfolgreich, ihre Zeit 1:20,59. Dann die nächste Entscheidung bei Kilometer 26, denn ab diesem Zeitpunkt läuft der Kenianer Jason Mbote ein einsames Rennen. Mittlerweile sind wir beim südlichsten Punkt des 9. OMV Linz-Donau-Marathons im sogenannten Wasserwald. 30 Kilometer sind mittlerweile absolviert. Die Zeit heute eher sekundär, die Witterungsverhältnisse haben keine Rekordzeit heute zugelassen. Und auch die beiden Österreicher sind nach wie vor auf Kurs in Richtung Barcelona. Links im roten Trikot Christian Pflügel, rechts Florian Brüller. Und wir sind bereits in der entscheidenden Phase nach etwas mehr als 2 Stunden. Hier kommt er, der große Sieger des 9. OMV Linz-Donau-Marathons. Jason Mbote gewinnt in einer Zeit von 2:13,20. Großartiger Zweiter und damit bester Österreicher wird Christian Pflügel. Der Oberösterreicher verbessert seine persönliche Marathon-Bestzeit um 3 Minuten. Seine 2:16,58 sind auch die Qualifikation für Barcelona. Nur enttäuschender Dritter mit Favorit Hilary Bett aus Kenia. Auf dem vierten Platz und damit zweitbester Österreicher wird Florian Brüller. Mit 2:20,52 verfehlte allerdings das Barcelona-Limit klar. Und hier kommt sie, die schnellste Dame des heutigen Tages. Erwartungsgemäß feiert Eva-Maria Gradwohl ihren vierten Sieg in Serie beim OMV Linz-Donau-Marathon.
Und sie schafft in der Zeit von 2:34,10 auch das Limit für Barcelona. Damit gleich zu den Siegerinterviews mit Christian Dindorfer. Jason Botti, congratulations. Gratulation zum Sieg. Wie schwierig war es heute für Sie? Thank you very much. It was very easy for me. Danke, es war sehr leicht bis zu Kilometer 29. Aber nach 35 Kilometern wurde mir immer kälter. Ich hatte nicht mehr so viel Gefühl in meinen Beinen. Haben Sie sich wohl gefühlt in Linz? Ja, es hat Spaß gemacht. Ich möchte nächstes Jahr sicher wiederkommen. Wäre auf dieser Strecke eine bessere Zeit beim nächsten Start möglich? Wenn das Wetter besser gewesen wäre, wäre eine Zeit von 2:07 möglich, weil ich gut trainiert habe. Ich bin überglücklich. Mein Ziel war, unter 2:18 zu laufen. 2:16, das war heute auch vielleicht eventuell drinnen gewesen, aber sehr schwer heute. Halt. Ich muss mich mal bei Ole bedanken, die was mich da unterstützt haben. Ich glaube, das steht einer zu. Vor allem bei meiner Frau, der Andrea, die was immer hinter mir gestanden ist. Und ja, jetzt geht's dann eben nach Barcelona, das war mein großes Ziel. Gratulation Eva-Maria Gradwoll, Sie haben die Fans hier in Linz begeistert. Wie schön war es denn, hier in Linz zu starten und zu laufen? Ja, es war eigentlich alles perfekt. Ein bisschen zu viel Magnesium haben wir es ins Getränk gemischt, schätze ich mal, weil bei Kilometer 25 haben wir plötzlich beide, der Pacemaker und ich, dringendes Bedürfnis verspürt. Und dann haben wir es 5 Kilometer rumgedruckt und bei 30 bin ich dann raus, weil wir 3 Minuten plus Kurs waren. Es war das erste Mal, dass ich während dem Marathon aufs Klo musste. Eine Erfahrung mehr. Eva-Maria Gradwoll hatte also sogar Zeit, sich ganz kurz auf die Toilette zu begeben. Und trotzdem hat sie diesen 9. OMV-Linz-Donau-Marathon gewonnen. Bei den Herren waren die Plätze 2 und 4 für Österreich herausragend. Insgesamt gab es also bei teilweise äußeren widrigen Bedingungen Favoritensiege, trotz Hagels, trotz kalten Temperaturen. Das war's hier aus Linz. Um kurz vor 8 gibt es dann wieder das gesamte Sportgeschehen des Tages zusammengefasst im Kurzsport. Wiederschauen.